Nachdem wir hier im Z-Camp sind und das Z-Camp sehr viel dem Center for Advanced Visual Studies verdankt, möchte ich gerne mich konzentrieren auf diesen Aspekt und erstens fragen, wie ist es dazu gekommen, dass Giorgio Kepes Sie dazu ernannt hat? Wie lange habt ihr euch schon vorher erkannt oder gekannt? Wir haben uns vorher gekannt, weil zu einer Zeit in New York eine Gruppe von drei sehr seriösen Herren, die schon durch ihre Erscheinung eindrucksvoll waren und Bedeutung vor sich hergetragen haben, erschien. Und einer der drei hat sich vorgestellt als Juri Kepisch. Kepisch hat gesagt, er hätte schon seit längerer Zeit mit mir sprechen wollen und es wäre die Gelegenheit, denn er wollte mir etwas erklären, was also noch nicht eigentlich öffentliches Wissen sei, nämlich er wollte ein Zentrum gründen am MIT mit der Billigung und der Förderung von MIT und das sollte ein Zentrum werden für den Austausch und die Kollaboration von Kunstwissenschaft und Technologie. Wieso glauben Sie, hat Kepes Sie aus dieser gesamten Sörrobewegung gerade also Sie auserkoren? Was waren die Argumente, glauben Sie, von seiner Seite? Ja? Ich habe ja sehr viel für SEO formuliert und geschrieben und wurde auch vielfach als der Sprecher oder von vielen auch der Kopf der SEO-Bewegung vorgestellt. Und das war mir also nicht völlig überraschend, dass Kepisch das wahrgenommen Ja, hat. war keine Überraschung, ne? Keine größere Überraschung. Okay. Waren Sie am Anfang im gleichen Gebäude wie die alle zusammen oder hatten Sie ein extra Gebäude? Nein, also Kepisch hat ja sehr viel Vorarbeit geleistet und hat also hervorragende Beziehungen hergestellt mit dem Institut. Und dazu gehörte auch, dass man ein Gebäude ehemaligen CUP, ehemaligen Studenten MIT-Laden, umgestaltet hat, auf ganz nette, wenn auch sehr einfache Weise. Und das wurde dann das CVS, das Center for Advanced Visual Studies, und da haben wir dann angefangen. Das war also von Kepisch schon mit einigen seiner Studenten. Er war schon lange MIT-Professor, der Professor für Visual Arts. Und das Center hieß dann Center for Advanced Visual Studies. Als dann nach einigen Jahren der Existenz von CVS Negroponte mit Richard Leacock, denn als Film Wer war der andere? Richard Leacock. Lichtjörg, ja. Dann haben wir drei zusammen, weil wir das Gefühl hatten, nach mehreren Jahren Visual Studies zu unterrichten, in Anführungsstrichen, haben wir mehr oder weniger gleichzeitig, aber in Kommunikation miteinander gefühlt, dass das MIT unbedingt ein Graduate Program braucht, dass also die College-Level-Programm nicht ausreicht, das zu decken und auszudrücken, was unsere Ambition der Integration von Kunstwissenschaft und Technologie braucht. Ich habe eine Klasse eingeführt, eine Vorlesungsreihe, die hieß Art and the Environment. Die war eigentlich nur für ein Semester von mir vorgesehen. Die existiert noch heute am MIT. Und Art and the Environment war eben das Einführen der, was soll ich sagen, des holistischen Anspruchs Ja. in der Kunst im Austausch mit den Wissenschaftlern und der Technologie. Und für viele MIT-Studenten, also die gerade neu waren, die gerade kamen, war das eine Einführung in die Kunst. Denn viele kamen ja God knows from where, üblicherweise Studenten, die also von der Kunst und der modernen Kunst noch nicht viel gehört hatten und so. Und Wann war das? Wann haben Sie das gemacht, diesen Kurs? In den 60er oder? Zuerst, wann habe ich denn Ungefähr. 68, 69 und bis weiter, bis ja, ich ja. vom Ja, MIT weg bin. ja. Also 68 haben Sie schon angefangen, toll. Ja. Art and Environment, toll. Ja, Art and the Environment. Da ist ja gerade
erst das gerade der Begriff Environment aufgedacht. Ne? Und das war eine schöne Sache. Ich habe ja im MIT ist ja ein fabelhaftes Terrain. Mhm. Und ich habe auch sehr, sehr viele MIT-Professoren dafür interessiert, bei uns Präsentationen zu machen, bestimmte schnelle Gastrollen zu überleben in dem, im Vorlesungs-, in Anführungsstrichen, Betrieb. Das war fantastisch. Dann kam also, was weiß ich, Doc Edgerton kam bei uns in die Klasse und hat eine Präsentation, Live-Präsentation gegeben. Okay. Und als nächster kam dann ein Musiker und dann kam also Leuten von der humanistischen Fakultät. Das war für die Kinder, war das also die Kinder in Anführungsstrichen, die Studenten von 20 Jahren, war das also eine ein Panorama, das für die wirklich also ein viel Neues bedeutete. Ja, das war also für die Kunstwelt und für viele Künstler war das ja eine mythische Sache, ne? Das Center. Ja. Jeder, der dort eingeladen wurde als Fellow, hat sich im Paradies gefühlt. Ja. Daher auch meine Begeisterung für das ZKM. Ja. Das ZKM ist ja für das weiter, führt, ja. Führt Dinge das weiter, die es noch nicht gibt. Ja. Gut, da haben wir ein gutes Ende mit dieser. Danke. Danke Ihnen. Ja.